Herr Dr. Blüm, ich greife mal Stichworte auf, die Sie in Ihrem Redebeitrag gegeben haben. Sie haben ja sehr flammend gegen das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Muss man nicht bei der Entscheidung dieser Frage, ob bedingungsloses Grundeinkommen gut ist oder nicht, die Frage nach der Alternative stellen? Wenn ich mir jetzt die Alternative vorstelle, jemand findet einfach keine Arbeit, ist dann nicht bedingungsloses Grundeinkommen besser als nichts? Also erstmal gebe ich mich ja mit der Resignation nicht zufrieden, es gibt keine Arbeit. Wenn ich mal sehe, was es in der Welt für Elend gibt, wenn da einer sagt, die Arbeit geht uns aus, ja, schaffen wir erst den Armut in der Welt weg, da gibt es noch genug zu arbeiten. Wir schließen von uns Wohlstandskindern auf unserer Insel der Seligen auf alle. Und ich glaube, dass bei uns unendlich viel unbefriedigte Bedürfnisse gibt. Vielleicht nicht nach dem Zweitwaren, aber beispielsweise Kommunikation. Es gibt sehr viel Einsamkeit in dieser Wohlstandsgesellschaft. Und was das Grundeinkommen betrifft, da will ich nochmal darauf aufmerksam machen. Also jeder sagt mir 1.000 Mark. Seid ihr eigentlich verrückt? Ein Millionär braucht doch gar nicht die 1.000 Mark. Habt ihr zu viel Geld? Macht das mit der Gießkanne? Und deshalb sage ich Ihnen voraus, sollte es jemals eingeführt werden, was Gott verhüten möge, dann landet es am Schluss bei einer Einkommensgrenze. Grundeinkommen nicht für alle, sondern nur für einen Teil. Und das hat zur Folge, dass dann geprüft werden muss, bist du bedürftig oder nicht bedürftig. Das können Sie nämlich nicht nur am Einkommen festmachen, sonst würden Sie einer teilzeitarbeitenden Millionärin eine Unterstützung geben. Also müssen Sie das ganze Vermögen kontrollieren. Und ich sage Ihnen, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der der Staat ständig fragt, bist du arm, bist du reich, hast du ein Haus, sondern habe ich Beitrag gezahlt, kriege ich eine anständige Rente und nicht erst, wenn der Staat geprüft hat, ob ich sie brauche. Ich will das nicht. Ich will, dass die Menschen den aufrechten Gang das selber verdient haben. Und Arbeit für alle, sie muss nur richtig organisiert und verteilt werden. Arbeit für alle gibt es. Es gibt in dieser Welt unendlich viel Reichtum. Die 358 reichsten Familien dieser Erde besitzen die Hälfte des Weltvermögens. Also da gibt es noch viel, ohne sozialistische Gleichmacherei, noch viel Nachschub für ordentliche Nachfrage von allen Menschen. Jetzt ist ja ein Argument, was manche mit ins Feld bringen, wenn sie sagen, ich bin für ein Grundeinkommen, folgendes. Sie haben ja auch den Bereich Pflege angesprochen, Thema Pflegeroboter. Wir wissen alle, dass wir einen Pflegenotstand haben und dass dieser Pflegenotstand sich in den nächsten 10 Jahren dramatisch verschärfen wird. Und es gibt ja das Argument, dass manche sagen, Pflege wird schlecht bezahlt. Wenn jetzt jemand ein Grundeinkommen hätte, könnte er zum jetzigen Gehalt Pflege ausüben. Es würde also mehr Pflegejobs auch schaffen, weil man dann zusammen mit dem Grundeinkommen und dem mickrigen Gehalt aus der Pflege dann doch gut leben kann. Ist das ein Argument oder wie denken Sie darüber? Nein, das ist kein Argument, weil ich noch hinzufüge, ich habe die Argumentekiste ja noch nicht zugemacht, dass dieser Sozialstaat, der die Alternative zum Grundeinkommen ist, ja nicht nur Geld verteilt. Der ist ja auch mit Leistungen, die nicht in Euro und Cent ausgedrückt werden, beispielsweise Arbeitsvermittlung. Das müssen Sie alles jetzt die Finanzämter machen. Da wünsche ich euch viel Spaß. Rehabilitation. Also dieser Sozialstaat ist ja nicht nur ein Geldverteilungsapparat. Das ist ja auch eine Institution vieler Hilfen. Und was diese Pflege anbelangt, so glaube ich ja, dass das Pflegeproblem nicht nur ein Problem von Geld ist, sondern auch von der Organisation der Pflegearbeit. Dass so viele Pflegekräfte ihren Beruf nicht durchhalten, abbrechen, ist doch ein Hinweis, dass dieser Beruf offenbar psychisch sehr anstrengend ist. Dann muss man auch nach Arbeitsformen suchen, wo diese psychische Belastung kompensiert wird. Durch Sabbatjahre, durch wieder frisch auftanken können. Das ist zu guter Letzt billiger als die Arbeitslosigkeit derjenigen zu bezahlen, die zusammenbricht. Dann glaube ich, dass das Thema Pflege und Alter nicht nur ein Thema der Versicherung ist, sondern auch, dass die Kommunalpolitik, wie wir Städte organisieren, wie alt und jung zusammenwohnt, wie wir es schaffen, dass Wohnungen verkleinert werden, ohne dass jemand ausziehen muss. Also ein Taus, wie Wohnungen altersgerecht gebaut werden, mit Aufzügen, mit Alarmanlagen, um Sicherheit. Wir müssen aus dieser einfachen Alternative heraus, allein zu Hause oder ab ins Heim. Da ist ja auch inzwischen unendlich viel, auch dank der Pflegeversicherung, passiert, nämlich ambulante Pflege, Tagespflege,
Und immer wieder auch Urlaub für diejenigen, die pflegen. Das hat auch die Pflegeversicherung. Also das ist noch ein weites Feld, das mit viel Fantasie und Kreativität keineswegs allein von der Pflegeversicherung bewältigt werden muss. Und vielleicht auch, indem den Alten mehr Chancen gegeben wird, mitzuwirken. Vielleicht ist ein Fall der Alterdepression auch bei vielen, dass sie nicht mehr gefragt werden. Jetzt haben Sie ja das Stichwort gerade auch gegeben, was im Vortrag auftauchte. Sie haben gesagt, es gibt viele ältere Menschen, die würden gerne helfen, die würden gerne mit anpacken. Ich glaube, Sie sind ein Beispiel dafür, finde ich. Sie strahlen auch eine unheimliche Energie aus. Und auf der anderen Seite sagen Sie, gibt es viele Ältere, die brauchen Hilfe. Wie kann man das denn organisieren, diesen Gedanken, den Sie gerade in die Runde gebracht haben, dass das läuft, dass die Kompetenz, die Hilfe von älteren Menschen, die dazu in der Lage und willens sind, auch in Anspruch genommen wird? Also erstens gibt es, weil das so differenziert ist, gibt es keine Einheitslösung. Ich glaube, um es nochmal zu sagen, dass die Kommunalpolitik da größere Bedeutung erhält, als sie in der Vergangenheit hat. Dass wir die differenzierten Lösungen nicht einem europäischen Gesetzgeber, auch keinem Bundesgesetzgeber allein überlassen müssen, sondern den spezifischen Bedingungen der Kommune. Ich glaube, die Lebensräume sind kommunal. Ich habe ja sehr für Globalisierung plädiert gerade, aber wir leben lokal. Wir leben auch nicht virtuell, wir leben personal. Wir leben von Mensch zu Mensch. Und deshalb wird der Lebensraum wichtiger, im Übrigen auch im Zusammenhang mit Europa. Wenn Europa wichtiger wird, dann wird als Gegengewicht die Heimat wichtiger. Denn die Menschen brauchen eine Antwort auf die Frage, wo bin ich zu Hause? Und dann werden die, ich glaube, dass der Nationalstaat verschwindet oder zumindest reduziert wird und dass die kommunalen, die regionalen Kräfte größere Bedeutung erhalten, dass die Leute wissen wollen, wo ist meine Heimat, wo bin ich zu Hause? Und wenn Sie sehen, die großen Konflikte in Europa sind alles regionale Kulturkonflikte, die Katalonien, die Schotten, es geht immer um Identität von Heimat. Insofern wird dieses Europathema nur zum Ziel kommen, wenn es gleichzeitig ausgependelt wird, durch eine Stärkung der unteren Ebene. Ich sage deshalb auch mehr Kompetenz für Europa, aber nicht in allen Fragen, nur in den großen Ordnungsfragen. Zum Beispiel, dass die Europäische Kommission versucht hat, eine Verordnung zu machen, wie die Essig- und Ölflaschen auf Wirtshaustischen landen. Da kann ich sagen, das wird in Spanien anders sein, eine Pinte anders als in Taverne, in Finnland anders sein, das ist selbst in Düsseldorf anders als in Köln, da brauchen wir keine Kommission. Wir wollen die Vielfalt und dann nicht eine Uniformität. Aber die haben offenbar zu wenig in den großen Fragen zu tun, also mischen sich pausenlos in den Krümmungsradius von Gurken und sowas ein. Bevor wir über... Bevor wir über aktuelle politische Fragen, Herr Blüm, weiter diskutieren, möchte ich mal einen Blick in die Vergangenheit machen und auch wenn es jetzt ein kleiner Bruch ist, darauf zurückkommen. Herr Klingen, Sie sagte ja in seiner Anmoderation, Sie waren ja unglaublich lange im Bundestag und von 82 bis 98 Bundesminister für Arbeit und Soziales. Ich möchte mal zu dieser Zeit 98 kurz zurückkehren. Wie war das für Sie 98, als Sie realisiert haben, Mensch, die Wahl ist verloren? Wie war das Gefühl und wie war das, als Sie in Bonn an der Weberstraße rausgingen? Gab es da Schadenfreude? Gab es da böse Bemerkungen? Fühlen Sie sich noch mal kurz in diese Stimmung damals ein. Das war doch sicherlich eine große Zäsur für Sie. Also da kann ich leider nicht mit viel Dramatik dienen, denn ich hatte im Kopf immer, dass mein Amt beschränkt ist, dass wir eine Demokratie leben. Und Demokratie gibt es nur Herrschaft auf Zeit. Das ist ihr großer Charme. Du musst wissen, dass demokratische Ämter, Regierungsämter mit relativ geringen Kündigungsfristen versehen sind. Das ist das Erste. Das Zweite, aus meiner Erinnerung, ich war an diesem Abend des 98, wie nach den meisten Wahlkämpfen, so erschöpft wie ein Boxer in der 15. Runde, der froh ist, dass er aus dem Ring raus kann. Aber was mich im Nachhinein oder was auch damals schmerzlich war, sind gar nicht die Sachen, die Sie wahrscheinlich erwarten, so große Ereignisse. Was eigentlich schmerzlich ist, dass ich mich von Menschen verabschieden muss, mit denen ich Tag und Nacht zusammengearbeitet habe. Mit einem Fahrer, der mich besser kennt als ich selber. Der weiß nicht, wie es mit ihm weitergeht.
Und ich verabschiede mich und ich habe für solche Gelegenheiten keine Begabung, muss ich sagen. Ich kann da nicht so große Reden halten. Mir bleiben da die Worte, weil alle großen Worte sind irgendwie verlogen. Das ist das eine, dass ich etwas hilflos bin in solchen Situationen, mich von denen verabschieden, mit denen ich durch dick und dünn gegangen bin. Dann gibt es eine weniger überraschende, doch wenn sie eintritt, dennoch schmerzliche Erfahrung, dass dieselben Leute, die dir sonst strahlend entgegengelaufen sind, dir gar nicht oft genug die Hand schütteln konnten, dass sie schon an der Ecke verschwinden, wenn sie dich sehen. Also alles Radfahrer. Deswegen merke dir, die Freundlichkeit der Freunde ist nicht immer Freundlichkeit, manchmal ist sie auch Berechnung. Und das stellst du nicht im Zustand des Sieges vor. Der Sieger hat immer 1000 Gewinne. Im Augenblick der Niederlage, da stellst du erst fest, wer Freund von dir war oder wer nicht nur Kalkulator seines Vorteils war. Apropos Freund, mit welchen politischen Weggefährten hat es denn besonders viel Spaß gemacht, wo Sie sagen, Mensch, das waren über die Politik hinaus Menschen, mit denen ich gerne Kontakt halte? Ach, da gibt es viele. Natürlich als erstes Heiner Geißler, mit dem ich durch dick und dünn gegangen bin. Wir waren ja auch nicht immer Lieblinge unserer Partei. Also einer, der sich nicht angepasst hat. Der nicht erst gefragt hat, was bringt es mir, was ist gefragt, sondern der Überzeugungen hat. Das fand ich sehr gut. Dann weiß ich viele, die ganz uneigennützig mit mir zusammengearbeitet hat. Sie haben vorhin von dem Telefonanruf, da habe ich die Telefonanrufe, die ich da gemacht habe, waren alle überraschend, nicht angekündigt. Die habe ich so angerufen, kreuz und quer. Einen habe ich angerufen, Bernhard Jagoda, Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, von Schröder entlassen, weil er da Platz machen musste. Der war ein Jahr im Koma. Ich rufe ihn, wie gesagt, an, da war er gerade 14 Tage aus dem Koma draußen. Da habe ich gesagt, Bernhard, was machst du, wie das so ist, so ein frotzelnder Blüm, was machst du denn? Es macht mir doch nicht als alter Mann, reiß dich mal zusammen, ein Jahr da Urlaub zu machen, das kannst du doch nicht machen. Der hat auch gelacht. Und so habe ich mit dem, im Grunde habe ich ihn auf den Arm genommen, wie man das unter Kumpels macht. Dann haben wir uns verabschiedet. 8 Tage später ruft mich die Tochter an, der Papa ist heute Morgen gestorben. Hätte ich gewusst, dass das unser letztes Gespräch ist, ich hätte ein ganz anderes Gespräch mit ihm geführt. Also es gibt schon merkwürdige Erlebnisse, die sind nicht nur auf Politik beschränkt, aber die man sich im Gedächtnis bewahren muss, weil, wie ich glaube, es gibt überhaupt kein langweiliges Leben. Wenn Sie mal kratzen bei Ihrem Nachbarn an seiner Biografie, Sie werden immer herausfinden, dass es kein unbedeutendes Leben gibt, dass es Komödien gibt, Tragödien, dass jeder Geschichten zu erzählen hat. Es gibt nichts Interessanteres auf der Erde als der Mensch. Und deshalb ist der politische Beruf so ein schöner Beruf, weil es mit Menschen zu tun hat. Sie haben Ihre Aktion, als Sie zum 80. Geburtstag eben Ihr Telefonbuch durchtelefonierten, auf die auch Herr Klingensiek eingegangen ist, gerade angeschnitten. Und wenn man dem Spiegelartikel trauen darf, haben Sie Oskar Lafontaine auch geduzt. Ist das so? Ja, ja, ich hab. Wie kam es zu diesem guten Verhältnis jetzt gerade zu Oskar Lafontaine? So ein extrem linker Vogel, sag ich mal. Ach, das hat einen ganz konkreten Grund. Ich musste, die Pflegeversicherung war angewiesen, die haben wir ja, die war 5-mal im Grab, die musste 5-mal wieder hochgehoben werden. Und zwar ging es darum, Mehrheiten im Bundesrat zu beschaffen. Da war die SPD, hatte Mehrheit zu dieser Zeit. Also brauchte ich Ländermehrheiten. Und es gab in der SPD, nehme ich Ihnen ja nicht übel, große Kräfte, die gesagt haben, nein, das machen wir. Deswegen sagen wir jetzt mal nein, wenn wir die Regierung übernehmen. Wir sind die Besitzer des Sozialen, das machen wir dann auch. Und da musste ich wie eine Kollekte sammeln, die Länder, die sozialdemokratischen Länder besuchen, überreden. Da habe ich nachts, bin ich oder abends nach Saarbrücken gefahren und habe den Ministerpräsident von
Saarbrücken, vom Saarland, La Fontaine gesprochen und zu ihm gesagt, also hören Sie mal, Sie können jetzt Parteipolitik machen, dann sagen Sie nein. Ob diese Pflegeversicherung nochmal kommt, wissen Sie nicht, jetzt oder nie, und lassen sich nicht da vor den sozialdemokratischen Karren spannen. Und da hat dieser Oskar Lafontaine, damals Vorsitz seiner Partei, die Größe gehabt zu sagen, ja, ich mache mit. Und weil er das gesagt hat, haben wir an diesem Abend auch das Du uns angeboten und sogar eine Flasche Rotwein getrunken. Und daher rührt es, hat also einen ganz biografisch konkreten Punkt gehabt. Ja. Schön. Sie haben einerseits Oskar Lafontaine geduzt, ein extrem linker Vogel, und Sie haben mir freundlicherweise vor 3-4 Jahren Ihr neues Buch geschenkt und haben dann reingeschrieben mit linkskonservativem Gruß. Sind Sie immer sicher gewesen, dass Sie in der CDU mit Ihren Ansichten, mit dieser linkskonservativen Ausrichtung richtig aufgehoben waren? Ja, ich würde jedenfalls, wenn ich noch mal jünger wäre, was ich mir gar nicht wünsche, dann würde ich wieder in die CDU eintreten, aber ich will hier keine Werbeveranstaltung machen, obwohl ich Ihnen alle rate, aber ich würde es wieder machen. Wisst ihr, ideale Partei, die gibt es überhaupt nicht. Wenn eine Harmonie sucht, dann muss er in den Kirchenchor gehen und nicht in eine. Die ideale Partei würde aus einem Mann bestehen, das wäre ich. Aber die wär zwar immer einstimmig, aber ohne Einfluss. Insofern muss man Kompromisse machen. Und ich halte den Kompromiss für eine der größten Erfindungen der Menschheit. Die Durchsetzer, die Hundertprozentigen, haben die Welt viel mehr gefährdet als die Kompromissfähigen. Er ist deshalb eine große Erfindung, weil der Kompromiss zwingt uns, mit dem Kopf des anderen zu denken. Ein guter Kompromiss ist nur ein Kompromiss, wenn es keine Verlierer gibt oder wenn alle Gewinner sind. Wenn einem in einem Kompromiss einer über den Tisch gezogen wird, dann ist das eine große Dummheit, weil der nie mehr einen Kompromiss mit dir machen wird. Also muss man in einer großen Partei auch Kompromisse machen. Und da gibt es ganz wenig Fälle, wo das Gewissen Nein sagt. Also das ist höchstens an 5 verschiedenen Stellen. Ich habe etwas dagegen, wenn die Leute zu schnell nach Gewissen sagen, nur weil das ihnen, weil die Denkanstrengung, es zu begründen, ihnen zu lästig ist. Also du musst auf Kompromisse, und nur im Notfall, wenn es ganz gegen deine Überzeugung geht, musst du gegen deine Partei stimmen. Das habe ich auch nur in Ausnahmefällen gemacht. Dann war das meine Überzeugung. Sie haben die Wichtigkeit von Kompromissen gerade auch erklärt. Hat sich die Streitkultur oder auch, um zu sagen, die Kompromisskultur in der Politik verändert? Ist das schlechter geworden, wenn man jetzt zum Beispiel Trump sieht, der American First sagt, der über Twitter Nachrichten verbreitet? Wie erleben Sie das? Hat insgesamt so die gesamte Streitkultur sich verschlechtert oder ist das eine falsche Wahrnehmung? Also Achtung, jetzt spricht ein alter Mann, und alte Männer sagen immer, früher war alles besser. Außer das beim Zahnarzt, ne? Wenn Sie sich vorstellen, vor 15 Jahren beim Zahnarzt. Mein Opa hat gesagt, früher war alles besser. Also sind Sie mal vorsichtig, was ich jetzt sage, ist mit dem Minus zu versehen, was sagt ein Alter. Aber ich fand, ehrlich gesagt, die Bundestagsdebatten früher mit mehr Schmackes. Vielleicht liegt das auch an der langen, großen Koalition. Für eine Debattenkultur sind große Koalitionen nicht sehr hilfreich. Weil da ist die Mehrheit, ja, ich kritisiere gar nicht, dass wir jetzt eine hatten. Ich habe gesehen, es ging ja gar nicht anders. Wir hätten ja nicht so lange wählen können, bis das Ergebnis stimmt. Aber für eine demokratische Debattenkultur, da muss Spannung drin sein, da muss um jede Stimme gekämpft werden. Da muss die Opposition die Möglichkeit haben, morgen die Mehrheit zu sein. Da argumentierst du ganz anders. Und dann muss ich sagen, gab es auch so Gestalten, dass geht mir heute noch das Herz, wenn die ans Rednerpult gegangen sind. Muss gar nicht mit ihnen immer einverstanden sein. Wenn der Strauß gesprochen hast, da hast du gedacht, ein Vesuv macht gerade, hat gerade Lava. Wenn der Wehner gesprochen hat, hast du gedacht, ein alttestamentlicher Prophet spricht jetzt. Und Zwischenrufe mit Saft, mit welchem Saft. Ich entsinne mich, dass Rainer Barzel in Ostwestfalen, ja sehr bekannt, Paderborn war er Abgeordneter, einer der glänzendsten Redner des Deutschen Bundestages, der fehlerfrei sprechen konnte. Und wieder mal hat der Barzel eine routinierte Rede gehalten, hat er wenig dazwischen gerufen, alle 1000 Worte Ölwechsel.
Auf so einen Zwischenruf. Oder ich will, andere Stelle, ich halte ja den Helmut Schmidt für den größten Rhetoriker. Auch Schmidt-Schnauze konnte auch Argumente wechseln, auch spontan. Aber seine großen Reden, seine großen rhetorischen Leistungen, die hat er immer abgelesen. Das war einer der besten Ableser, die ich kenne. Das Geheimnis bestand darin, dass er große Pausen gemacht hat. Die Augen zum Himmel erhoben, wieder runtergeguckt. Die Leute haben immer gedacht, jetzt gibt der liebe Gott ihm wieder neue Ideen. Wieder einmal hat er eine Regierungserklärung abgegeben. Wieder einmal war das Plenum in atemloser Stille, was der Bundeskanzler jetzt sagt. Und wieder einmal hat Helmut Schmidt die Augen zum Himmel erhoben, um sich die Inspiration für den nächsten Satz zu holen. Da hat der Abgeordnete Blüm dazwischen geschrien, guck aufs Blatt. Die Rede war kaputt. Unter uns gesagt, sie war kaputt. Ja, ich wünsche mir diesem... Vielleicht liegt es auch daran, dass die Welt komplizierter geworden ist. Dass die Alternativen nicht mehr so holzschnittartig sind. Wie es die großen Alternativen nach dem Krieg waren. Marktwirtschaft oder Planwirtschaft. Westbindung oder Neutralität. Wiederbewaffnung oder nicht. Das war natürlich, waren die Älteren werden es wissen. Da haben die Marktplätze haben darüber gesprochen. Wenn wir zu Opel kamen nach einer großen Bundestagsdebatte, haben wir so drüber gesprochen, wie man heute über Borussia Dortmund spricht, über Bundestags. Und insofern fand ich es spannender, kraftvoller. Jetzt sage ich allerdings was Böses. Und das sage ich allerdings mit Überzeugung, ohne Altersbonus zu verlangen. Ich glaube, das Personal hat sich auch etwas verändert. Es fehlen die Typen, die im Beruf die gestanden haben im Beruf. Wir haben zu viel von der Universitätsbank auf die Parlamentsbank. Wenn ich eine Empfehlung den Parteien geben dürfte und könnte, ich mach's auch hier. Sie sollen nur jemand aufstellen, egal ob Mann oder Frau, der ein paar Jahre sich in seinem Beruf bewährt hat. Ob als Metzgermeister, Rechtsanwalt, irgendwo. Deshalb verstehe ich die Parteien auch nicht, dass sie sich immer brüsten, wer den jüngsten Abgeordneten hat. Was soll denn das für ein Qualitäts? Nehmt doch einer aus dem Kindergarten. Was soll das denn? Ich glaube, dass Praxiserfahrung, Lebenserfahrung der Politik gut tut, dass man wissen muss, Empathie, sich in die Lage des anderen zu versetzen, dafür braucht es Erfahrung. Die spannenden Debatten würden sicherlich auch dazu führen, dass die Politikverdrossenheit kleiner wäre, als sie heute ist, oder dass vielleicht auch junge Menschen sich mehr für Politik interessieren, glaube ich. Lassen Sie uns noch kurz beim Stichwort Streitkultur bleiben. Man muss ja gar nicht bis Amerika gehen. Man kann ja auch ein schönes deutsches Beispiel nennen beim Thema Verschlechterung der Streitkultur, Horst Seehofer. Dieses ganze Theater, was er als Innenminister gemacht hat, wie er Flüchtlinge an den Grenzen zurückweisen will, was ja die Regierung in eine unangenehme Lage gebracht hat, ist das koalitionstauglich oder müsste man solche Leute nicht einfach direkt rausschmeißen aus der Regierung? Und jetzt hat er ja gesagt, er will auch noch trotzdem Innenminister bleiben, was ja ganz toll wäre. Ne? Ich bin befangen bei Horst Seehofer. Der war nämlich mein Staatssekretär. Insofern Dann dürfen Sie trotzdem antworten, ja, wir werden unter Altersmilde dann ich wieder werden. Ich lasse mit Altersmilde und ich habe große Achtung, weil er einer von denen war, die selbstpolitisches vergessen, die selbstpolitische Ämter aufgegeben haben, weil sie mit einer Sache nicht übereinstimmen. Der war stellvertretender Fraktionsvorsitzender CSU und die CSU hatte nach Leipziger Parteitag die verrückte Idee, eine Kopfpauschale in der Krankenversicherung einzuführen. Statt Beitrag zahlen alle eine Pauschale. Wie ich sage, eine ganz verrückte Idee. Auf der Abstimmung in Leipzig gab es 700 Stimmen dafür und 5 dagegen. Eine davon war ich. Wir waren die absoluten Depp in dieser Veranstaltung. Ist aber nie, Gott sei Dank, nie Wirklichkeit geworden, weil das kann man ja niemandem klar machen, dass alle den gleich machen. Für diese Standfestigkeit, er hat gesagt, lieber gebe ich meinen stellvertretenden Posten auf, als dass ich so einen Quatsch mitmache. Ich kenne niemanden, der für eine
der zurückgetreten ist, ein Amt aufgegeben hat, weil er eine Sache nicht gut galt. Was er jetzt gemacht hat, da verstehe ich ihn nicht. Ich glaube, die Bayern wären viel besser gefahren, wenn sie mal gezeigt hätten, dass sie eigentlich unter allen deutschen Ländern das freundlichste Land waren bei der Flüchtlingsaufnahme. Was hätte denn die Merkel machen sollen? Hätte sie mit dem Wasserwerfer die Flüchtlinge von der Autobahn spritzen sollen? Hätte sie es so machen sollen wie der Trump, der jetzt gegen 7.000 Flüchtlinge 15.000 Soldaten in Stellung bringt? Was macht der Trump erst, wenn 1 Million kommen? Wie viele Soldaten wollen wir dann? Was machen wir, wenn Afrika sich auch die Völkerwanderung macht? So ausgeschlossen ist das nicht. Sehen Sie doch, Südamerika, die ersten Völkerwanderungsströme. Wenn ich in Afrika leben würde, meine Kinder würden verhungern, verrecken, ich würde mich auch auf den Weg machen. Es wäre mir egal, ob ich in der Sahara verdurste oder im Mittelmeer ertrinke. Wir müssen das Problem lösen. Wir müssen die Armut bekämpfen. Und die zu uns kommen, weil sie keine andere Zuflucht haben. Wenn 500 Millionen Europäer nicht 5 Millionen Flüchtlinge aufnehmen können, dann schließt den Laden wegen moralischer Verkommenheit, kann ich nur sagen. Und wenn, ja, ich kann noch böser werden. Und wenn die Polen vor 2000 Jahren in Ägypten regiert hätten, gäbe es heute keine Mutter Gottes in Częstochowa, weil diese Mutter Gottes mit ihrem Sohn vom Herodes umgebracht worden wäre. Die waren nämlich Flüchtlinge. Die heilige Familie war eine Asylantenfamilie, damit es nur mal klar ist. Und deshalb glaube ich, Europa muss fähig sein, nicht Deutschland allein, aber die in Bedrängnis Befindlichen aufzunehmen, natürlich nicht, indem wir sie einladen. Und natürlich, indem wir die Fluchtursachen bekämpfen. Und zwar nicht, wie wir das schon seit 30 Jahren machen, mit vielen Worten. Es passiert aber nichts. Stattdessen privatisieren wir die Quellen bei Nestle, die haben die jetzt, und graben ihnen das Wasser ab für unsere Geschäfte. Stattdessen machen wir halb Äthiopien, die Kleinbauern werden von großen Agrarkonzernen aufgekauft. Wir sind doch die Verursacher des Elends. Doch nicht die Leute, die auf die Flucht gehen. So. Das heißt, Sie haben es gerade schon gesagt, dass die Öffnung der Grenzen durch Merkel 2015 in Budapest alternativlos war. So kann man das. Ne? Aber hat das nicht? Man kann so machen wie der Trump. Der schickt da Soldaten. Wie das gehen soll, weiß ich auch nicht. Sie müssen sich noch mal an die Situation erinnern. Da können Sie sich erinnern, Lastwagen, wo die Leute erstickt waren drin. In ihrer Hoffnungslosigkeit sind sie mit dem Kühlwagen abgehauen, der zugeschlossen war. Tausende haben auf dem Bahnhof in Budapest übernachtet. Und diese satte europäische Gesellschaft sagt, ach, das sind ja alles Touristen. Sind mal hier zu Besuch, die sollen wieder heimgehen. Empathie, die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Was hätten Sie gemacht, wenn Sie am Bahnhof in Budapest mit ihren Kindern 10 Tage gesessen hätten. 10 Tage und nicht wussten, wo sie hinkacken sollten, damit wir mal ein bisschen grobber werden, nichts zu fressen hatten. Was hätten sie gemacht? Sie wären auf die Autobahn gegangen und wollen sie die Leute abknallen? Und soll das christlich sein? Insofern hat die Merkel da voll meine Rückendeckung. So. Das ist ja die eine Seite der Medaille, für die Sie auch jetzt viel Applaus erhalten, was ich auch gut und richtig finde. Was kann man denn tun, um dem Rechtsruck entgegenzuwirken, der nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa entstanden ist und wo ja möglicherweise auch die Flüchtlingsströme eine Ursache sind? Oder erkennen Sie da keinen Zusammenhang? Was kann man tun, um dieser Verrohung der Empathie entgegenzutreten? Wenn Sie sich die Kommentare in Facebook anlesen zu Flüchtlingsfragen, dann müssen Sie sich, ich sag's auch mal jetzt, derbe kotzen. Ja, ne? Oder Merkel ist als Volksverhetzerin und Hure bei Kundgebungen beschimpft worden. Was kann man tun? Nicht, das zu lösen. Ich habe da keine Patentlösung dafür, sondern nur, Sie müssen für Ihre Überzeugungen kämpfen, Sie müssen Ihre Enkel, Ihre Verwandten, wenn Sie dafür sind, dass Europa sich zusammenfügt, dann müssen Sie für diese Idee auch öffentlich eintreten, auch in Ihrer Verwandtschaft. Ich glaube, dass die öffentliche Meinung knetbar ist, dass das kein Eisblock ist und dass man diesem reaktionären Nationalismus entgegentreten muss, indem man mal den Leuten sagt, wollt ihr wieder Grenzkontrollen? Wollt ihr wieder
D-Mark wollte wieder, dass wir eingeschlossen werden in unsere nationalen Zuständigkeiten. Wie sollen denn die Probleme der Welt von Deutschland im Nationalstaat gelöst werden? Wir brauchen eine europäische Integration, wenn wir nicht nur auf der Welt mitreden wollen, sondern wenn wir überhaupt Zukunft gestalten wollen. Und das muss nicht mit irgendwelchen Tricks, da Verbot und so, das halte ich alles für Quatsch, Geschäftsordnungsrecht. Argumentativ, wir haben doch nicht die schlechteren Argumente, nur wir müssen diese Auseinandersetzung führen und dürfen nicht die Hände in den Schoß legen und warten, bis Gott ein guter Mann ist. Sie haben, fand ich, gerade eine tolle Formulierung gebraucht. Die öffentliche Meinung ist knetbar, haben Sie gesagt. Das heißt, das, was Ihnen jetzt dazu einfällt, wäre einfach, dass sich mehr Leute, die das vielleicht ausgewogener sehen, in die Debatte einschalten müssen. Oder wie kann ich das verstehen? Dass wir beispielsweise die sozialen Medien nicht nur Verrückten überlassen. Dass wir auch vernünftige Argumente in diese Gespräche einbringen. Also wenn ich da rumfunke, da denke ich, die Irrenanstalt ist geöffnet. Nein, da ist ein solcher Fanatismus und eine solche Menschenverachtung, da muss argumentativ dagegen geschrieben werden. Ich rufe nicht nach Polizei und nach irgendwelcher Repression, sondern nach einem öffentlichen Appell nachzudenken. Wollt ihr das wirklich? Wisst ihr denn nicht, was der Nationalismus in den letzten 200 Jahren, der ist doch höchstens 200 Jahre alt. Es gibt doch keinen Staat in Europa, der nicht mal Teil eines anderen war oder selber Teile von anderen geschluckt hat. Die ganzen Grenzen sind doch relativ willkürlich. Soll ich mal sagen, wie das Deutsche Reich zustande kam? Da hat der Bismarck erst die Österreicher im Krieg rausgeschmissen, dann hat er die Bayern bestochen, den Ludwig II., dass er ihn den Kaiser mitproklamiert. Dafür hat der Ludwig II. Sein Schloss bauen können. Und die Franzosen hat er in den Krieg gelockt durch die Emser der Bäche. Das ist das Vorarbeit für das Deutsche Reich. Das war eine Intrige, kriegsgesteuert. Das Deutsche Reich, der Kaiser ist ausgerufen worden in Versailles. Da war der Krieg noch nicht zu Ende. Da haben wir Frankreich gedemütigt. Auf französischem Boden ist der deutsche Kaiser ausgerufen worden, das Deutsche Reich gegründet worden. Das Ergebnis war, dass ein paar Jahre später die Niederlage im Ersten Weltkrieg an der gleichen Stelle. Das war das Rückspiel. Das geht doch so, wenn ihr das so wollt, so Spiele können wir weitermachen. Wir können weiter so machen. Ich will nicht so weitermachen. Und deshalb heißt die Zukunft Europa mit einem Europa der Vielfalt. Das habe ich ja gesagt. Nicht ein Europa der Uniform, sondern Europa der Regionen, der Heimat, der Westfalen, der Rheinländer. Was haben wir denn für ein Reichtum in Deutschland? Und Bayern hat doch gar nichts zu tun mit einem Berliner. Ist das nicht schön, dass sie nichts miteinander zu tun? Das ist doch ein Teil unserer Freude. Das ist doch wie ein Blumenstrauß mit verschiedenen Blumen. Und so müssen wir eigentlich Europa begreifen, als ein Europa einig im Handeln, um die großen Fragen zu lösen und tolerant in der Vielfalt seiner Lebensformen. Jetzt ist ja die Flüchtlingskrise in der Wahrnehmung vieler, die das verfolgen, ein Beispiel, wo Europa ja komplett versagt hat und auch wirklich beschämt versagt hat. Und Sie waren ja selbst in dem Flüchtlingslager in Idomeni und viele haben, glaube ich, das Video gesehen. Was waren da so Ihre Eindrücke? Da haben Sie auch im Grunde genommen gegen Europa gewettert aus diesem Flüchtlingslager heraus. Was war Ihr Motiv, dorthin zu reisen und was waren Ihre Eindrücke? Ja, ich habe etwas dagegen, so am Schreibtisch über Flüchtlingselend zu sprechen. Ich wollte hin, und zwar nicht so zum Besuch, so wie man den Zoologischen Garten da besucht, so durchmarschieren und das Elend bewundern, sondern ich habe mit denen gezeltet. Und das haben die auch als einen Ausdruck von Solidarität verstanden. Und ich bin in meiner Überzeugung nicht durch Bücher stark geworden, sondern durch das Erlebnis, dass zwei Zelte weiter von mir eine Mutter und eine Oma lag, deren Kind war 14 Tage alt. Die war 3 Tage, haben sie ins Krankenhaus gebracht, da hat ihr das Kind geboren, da ist sie wieder in den Schlamm gelegt worden, mit ihrem neugeborenen Kind. Ich habe abends
Wenn die Sonne untergegangen war, das Husten im ganzen Lager gehört und gesehen. Und dann siehst du, das sind so Bilder, die ich auch nicht vergesse, da fährt ein Zug, ein Güterzug ganz langsam durch das Lager. Der muss langsam fahren, weil die Zelte bis an die Gleise herangehen. Die privilegierten Zelte waren die am Gleis, weil es da am trockensten war. Dann fährt er ganz langsam durch die Flüchtlinge durch. Das Militär räumt den Stacheldraht weg, macht die Tür auf, der Zug fährt durch und der Stacheldraht wieder quergelegt, die Tür zugemacht. Da ist mir die ganze Paradoxie dieser modernen Welt bewusst geworden. Für Güter, Kapital und Geld, freier Verkehr, Menschen im Schlamm. Das kann nicht die Welt sein, für die wir arbeiten und leben wollen. Das ist für eine Hochzivilisation. Wir sind fähig, Menschen zum Mond zu transportieren, sind stolz darauf und unfähig, die elementaren Lebensbedürfnisse von Millionen von Menschen zu befriedigen. Das ist ein Armutszeugnis für unsere Zeit. Ich spüre das ja im Gespräch mit Ihnen, dass Sie das emotional noch sehr berührt, das, was Sie dort erlebt haben. Haben Sie denn auf der anderen Seite auch Verständnis für die Sorgen der Menschen, die ja sagen, wir können das nicht alles lösen, wir können nicht die Probleme dieser Welt lösen? Das habe ich auch. Ich sage ja, dass Deutschland das nicht allein kann. Ich meine, wir sind in Deutschland ja auch erst aufgewacht, als die Flüchtlinge zu uns kamen. Solange die in Lampedusa gelandet sind, haben wir die Italiener auch allein gelassen. Nur mal so nebenbei bemerkt. Aber richtig ist, 27 Länder in Europa müssen dazu fähig sein. Das heißt ja nicht, dass jeder Tourist hier kommen kann. Aber es gibt halt auf der Welt unendlich viele, die ums Überleben kämpfen. Und da kann ich verstehen, dass die abhauen. Nur wir müssen die Gründe des Abhauens verändern. Das heißt, beispielsweise auch mit korrupten Regierungen nicht mehr zusammenarbeiten. Das Elend in Afrika ist ja nicht nur die Folge von Kolonialismus, sondern dass die neuen Herrscher sich nicht besser benehmen wie ihre alten Kolonialherren, nämlich in ihrer eigenen Tasche arbeiten. Ja, mit denen müssen wir doch nicht zusammenarbeiten. Wir können doch, ich meine, wir haben doch Mittel in der Hand, auch politische Mittel, die unter Druck zu setzen, denen beispielsweise den Sitz in der UN zu sperren. Beispielsweise denen jedes Prestige auf der Welt zu nehmen, deren Konten in der Schweiz zu sperren. Wo haben die ihr gelegen? Also so ganz hilflos, wie wir da machen, sind wir doch nicht. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann wundere ich mich nicht, wenn demnächst nicht 1 Million Flüchtlinge kommt, sondern sich eine Völkerwanderung aus Afrika auf den Weg nach Europa macht und wieder. Versetzen Sie sich in die Lage derjenigen. Was würden Sie machen, wenn Ihre Familie am Verhungern wäre? Was würden Sie machen? Sie würden sich auch auf den Weg machen. Aber was kann man tun? Sie haben ja gesagt, wir müssten die Länder, die für dieses Elend mitverantwortlich sind, wir müssten die Diktaturen strafen, wir müssten die sanktionieren. Aber das findet ja nicht statt, auch in Deutschland findet es ja nicht statt. Was muss man tun oder kann man tun, damit sich das in den Köpfen verändert? Wir machen ja Geschäfte mit Leuten, die Menschenrechte mit Füßen treten. Ja, ich Saudi-Arabien, bitte, China, könnte man jetzt bitte, ja lange Listen aufführen. Ja, natürlich. Aufführen. Ich meine, Saudi-Arabien, das sind die Hauptverbrecher im Jemen. Ich kenne das Land Jemen, eines der schönsten, jedenfalls die ich kenne, kulturell ein wunderschönes, uraltes, alttestamentarisches Land, wird dem Erdboden gleichgemacht. Und wir schauen zu, weil wir ja Öl von denen haben wollen. Und dann wundern wir uns, wenn Flüchtlinge ankommen. Ja, wenn wir nicht energischer den Unterdrückern auf den Leib rücken, mit denen keine Geschäfte mehr machen, auch wenn es schwerfällt, ja, dann ist das Thema Flüchtlinge nicht mit Mauern zu bewältigen. Dann wird es eine neue Turbulenz auf der Welt geben, die niemand aufhalten wird. Das ist ja jetzt nur das Vorspiel dazu. Ich finde es ja gerade so wie im Film, dass Lateinamerika sich auf den Weg in Kolonnen nach USA macht. Und die Hilflosigkeit der USA, 2 Soldaten auf einen Flüchtling, 7.000 Flüchtlinge, 15.000 Soldaten, ein zerlumpter Flüchtling gegen 2 bewaffnete Soldaten. Wenn da noch mal
Brasilien sich auf den Weg macht. Die sind ja noch ganz ruhig. Wenn die Venezolaner, bis jetzt ist es ja nur Honduras und aus Mittelamerika. Wenn Venezuela sich mal auf den Weg macht, wie viele Soldaten habt ihr dann? Sie sind ja sehr aktiv jetzt, wie man jetzt auch, oder sehr engagiert, wenn es darum geht, Menschen auf Menschenwürde aufmerksam zu machen, wenn es darum geht, auf Verletzungen von Menschenrechten aufmerksam zu machen. In Ihrem Buch habe ich auch eine bemerkenswerte Passage gelesen, ganz anderes Thema, 2022 Fußball-WM in Katar. Da waren Sie auch unterwegs, ich glaube sogar mit versteckter Kamera, um die Arbeitsbedingungen in Katar zu dokumentieren. Wie ist das entstanden, Ihr Einsatz in Katar? Ja, mich hat aufgeregt der Satz von dem Kaiser, er hat in Katar keine Sklaven gesehen. Da kann ich sagen, Hilton habe ich die auch nicht gesehen. Und wir sind auch ehrlich gesagt auf den Geist gegangen, diese ganzen FIFA-Bosse. Da bin ich mit einem Kamerateam von Stern TV, sind wir hingefahren, ist ja alles verboten, hatten auch keine Drehgenehmigung. Und da habe ich Arbeitsverhältnisse kennengelernt, von denen auch die deutsche Botschafterin nichts wusste, weil die auch sich mehr auf der Höhe von Empfängen bewegen. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Wir sind dann auch in die Behausung, auch verboten, rein, in denen die Arbeiter die Nacht verbringen, die aus der Wüste da zurückkommen. Da ist ein Stockwerk als Beispiel. 10 Zimmer, in jedem Zimmer liegen 10 Arbeiter, Doppelbetten. Also 10 Räume, 10 Arbeiter sind 100 Arbeiter. Für diese Etage gibt's ein Scheißhaus, das ist gleichzeitig die Dusche und 3 Kochstellen. Jetzt können Sie mal ausrechnen, wann der Letzte, der verschwitzt aus der Wüste kommt, sich waschen kann oder sich ein Essen kochen kann. Ich stelle mir vor, dass die Sklaven, als sie die Pyramiden bauten, bessere Arbeitsverhältnisse hatten als die Arbeiter in Katar. Davon spricht die Welt nicht. Und diese ganze Bonzokratie der Fußballer, die muss mal entlassen werden. Das ist eine korrupte Firma. Diese Katar, was machen die jetzt alle für Weltmeisterschaften? Die Reiter, ich weiß nicht, ob sie demnächst auch Skiabfahrt in der Wüste machen. Machen kann man das alles. Ich war dann als angeblicher Siemens Hörakustiker in der großen Halle, die für die Handball-Weltmeisterschaft in die Wüste gesetzt haben. Hervorragende Parkplätze. Die Halle ist das Letzte, was die Architektur sich ausdenken kann. Die berühmtesten Architekten haben die gebaut. Elektrotechnik vom Feinsten, da war ich drin. Ich meine, diese Katar haben ja die Silbermedaille gewonnen. In der Mannschaft war nur ein Katarer. Das andere war alles gekauft, nur zum Zustand des Sportes. Ich behaupte, dass diese Musterhalle, in denen die für die Weltmeisterschaft gebaut wurde, dass in 3 Jahren das eine Kameltränke ist. Da liegt jetzt schon der Wüstenstaub millimeter dick auf den ist doch völlig untypisch, in einer solchen Landschaft solche Sport, eine Fußball-Weltmeisterschaft in 8 Stadien, die müssen klimatisiert werden. Katar hat 200.000 Einwohner, also Katare, das andere sind alles Gastarbeiter. 8 Stadien, die müssen anschließend wieder abbauen. Wer soll denn die 8 Stadien da, ist das nicht Irrsinn? Und wenn die sagen, ja, der Fußball kann da nichts dazu, ja, wer hat es denn vergeben? Und ich sage Ihnen, auch da hätte ich ein Mittel. Wenn 10 Weltstars, Messi, Ronaldo, Müller, der Neue, also 10, wenn 10 sagen, in diesem Stadion spielen wir nie, ist das Stadion am Ende. Da ist die ganze Werbeaufwand, Bandenwerbung. Es müssen eine Handvoll Weltstars, denen passiert überhaupt, wer will denen denn etwas? Die sagen, in einem Sklavenstadion spielen wir nicht. Ist das Ding zu Ende, über Nacht zu Ende. Also wir sind nicht wehrlos. Und Sie müssen mal die armen Leute, die kriegen als erstes Mal, wenn sie kommen, den Pass abgenommen, damit sie nicht abhauen. Die haben keinen Pass. Für die ersten 6 Monate haben die kein Geld bekommen. Das Geld ist sie für die Arbeitsvermittlung. Die kommen ja aus Nepal, Philippinen. Die müssen erstmal an die Vermittler den Lohn von 6 Monaten abdrücken. Ja, da regen wir uns über Schlepper auf im Mittelmeer. Ja, die FIFA ist die Obergesellschaft für Schlepper.
Das muss man denen mal sagen, man muss denen mal den Spiegel vorhalten. Das ist doch ein Geschäft. Der ganze Fußball auf Weltebene hat mit Sport nichts zu tun. Das ist ein großes Korruptionsgeschäft. Das muss man denen auch mal sagen. Sie haben ja auch in Ihrem Buch gesagt, ich habe es natürlich gelesen, was die FIFA betreibt, ist organisierter Zynismus, der mit der Freude am Fußballspiel so viel zu tun hat wie ein Schiffsuntergang mit einem Bad auf der Tenne. Das ist ja ein Zitat aus Ihrem Buch. Ich möchte jetzt zum ganz anderen Thema kommen. Wir versuchen ja möglichst viele Themen zu streifen. Jeder hier im Saal weiß ja, dass Ihr Verhältnis zu Helmut Kohl sich ja sehr verschlechtert hat, nachdem Sie auch zugestimmt haben, dass er den Ehrenvorsitz ablegen sollte. Ich habe vor ungefähr einem Jahr eine Doku gesehen im ARD, das hieß Bimbes, die schwarzen Kassen von Helmut Kohl. Und wir kannten uns zu der Zeit schon. Ich war ganz überrascht, dass Sie aus dem Buch, ich glaube aus der Aufzeichnung von Leisler Kiep, vorgelesen haben, wohin die CDU Geld gezahlt hat. Da gab es immer so Passagen, wo Sie Einträge aus diesem Buch, wo Schwarzgeld aufgeführt war, vorgelesen haben. Da war ich ganz überrascht und dachte, wie kommt denn der Norbert Blüm dazu jetzt da? Nein, ich habe nichts drauf vorgelesen und müsste mich mit irgendjemand verwechselt haben. Aber ich stehe dazu, Sie haben recht, ich stehe dazu, dass ich, was mir sehr schwer gefallen ist, dafür gestimmt habe, dass er den Ehrenvorsitz abgibt. Wissen Sie warum? Ich habe mir Tag und Nacht überlegt, was ich denn sagen könnte, um dass dieser Kelch an mir vorbeigeht. Ich habe das nämlich nicht gern gemacht. Mir ist aber nichts eingefallen. Recht ist Recht. Recht gilt für Bauarbeiter wie für Bundeskanzler. Und wenn du sagst, ein Bundeskanzler darf das oder wir vergessen das, ja, wie soll denn dann ein Bauarbeiter beschimpft werden, wenn er schwarz arbeitet? Der sagt, geh mal zu deinem Chef, dann kommst du wieder. Der Rechtsstaat ist eine der großen Erfindungen der Menschheit. Und dessen Geheimnis ist, vor dem Gesetz sind alle gleich. Und mir ist es sehr schwer gefallen, aber ich weiß, Freundschaft kann nicht bedeuten, dass ich sage, 2 mal 2 wäre 5. 2 mal 2 ist 4. Es tut mir leid. Was ich deshalb bedauere, weil ich Helmut Kohl auch nach wie vor für einen der größten Staatsmänner des letzten Jahrhunderts halte. Ich glaube, dass die deutsche Einheit natürlich vielen Menschen zu verdanken ist, aber ohne Helmut Kohl anders verlaufen wäre oder gar nicht zustande gekommen wäre. Ich war in nächster Nähe dabei. Es gab auch in meiner Partei nach dem Mauerfall viele Leute, die sagen, ganz langsam erst Fusion und ganz langsam Schritte der Einheit. Der Helmut Kohl hat instinktsicher gesagt, Kopfsprung, direkt. Im Nachhinein weiß man, es war der einzig mögliche Weg zur Einheit. Wären wir auf den vorsichtigen Weg gegangen, der vielen Schritte, 4 Wochen später wäre das Experiment schon zu Ende gewesen. Denn 4 Wochen später hätte Gorbatschow schon keine Macht mehr gehabt, 4-2-Vereinbarungen abzuschließen. In einer großen staatsmännischen Entscheidung hat Helmut Kohl für den schnellen Weg und es war der einzig mögliche. Und Gewinner dieser Einheit sind nicht nur die Ossis, wie die Wessis häufig meinen. Solange die Mauer stand, meine Damen und Herren, solange war in Deutschland Kriegsgefahr. Der nächste Weltkrieg hätte in Deutschland sein Schlachtfeld gehabt. In keinem Land der Erde, vielleicht noch Korea, standen sich 2 feindliche Systeme in Sichtnähe gegenüber. Ein Funke und der nächste Weltkrieg hätte in Deutschland stattgefunden, mit all dem Verheerungspotenzial, zu dem moderne Kriege fähig sind. Welches Glück hatten wir? Ich meine, selbst im Prozess der deutschen Einheit, auch im Nachhinein, staune ich, ein Verrückter, der in dieser Zeit eine Brandbombe in eine sowjetische Kaserne geworfen hätte, ein Geisteskranker, und das Experiment Einheit wäre zu Ende gewesen. Die Sowjetunion hätte ihre Panzer aus den Kasernen fahren lassen und uns wäre dasselbe passiert, was 1956 in Ungarn und was 1968 in Tschechien passiert ist. Hatten wir nicht ein großes Glück
und viel staatsmännische Vernunft, die keineswegs selbstständig ist. Ich war mit Helmut Kohl am 22. Dezember 1989 in Dresden und wir kamen an, die Straßen waren voll mit sächsischen Fahnen, woher die kamen, wussten wir auch nicht. Unsere Motro waren völlig hilflos. Und wir haben für diesen Abend improvisiert, weil das Volk vor dem Hotel stand und unbedingt Zeichen wollte, eine Kundgebung. Improvisiert auf einem Podest, improvisiert. Der Oberbürgermeister SED-Mann Bergmann hat es genehmigt. Da hatten wir eine sehr große Angst, ob diese Kundgebung nicht in einem nationalen Rausch endet, in dem irgendeiner anfängt, Deutschland, Deutschland über alles zu singen. Da war die Weltpresse da. Da hat der Helmut Kohl eine der langweiligsten Reden gehalten, die ich je gehört habe. Aber ich hätte da eine wilde Rede gehalten. Aber das wäre falsch gewesen. Ich hätte eine Rede gehalten, die Leute wären wahrscheinlich losmarschiert. Stattdessen hat er alle Hoffnungen gegen die Erwartungen der Leute, hat gesagt, ja, wir wollen die Einheit, wann sie kommt, wissen wir nicht. Ganz beruhigend, gar nicht in, aber es war die eine, ich habe im Nachhinein bewundere ich diese staatsmännische Ratio, sich nicht den Augenblickserwartungen hinzugeben, sondern um das größere Ziel wegen, auch angesichts der Weltpresse, nicht nationale Töne, so wie sie heute wieder sind. Hätte der damals nationale Töne angestimmt, die deutsche Einheit wäre am Veto von Mitterrand und der englischen Premierministerin gescheit. Die hat nämlich sowieso Angst vor einem neuen Verein Deutschland. Und da ein bisschen Überheblichkeit, ein falscher Ton und es wäre zu Ende gewesen. Und nochmal, das Glück dieser Einheit ist nicht nur ein Glück für die Ostdeutschen, sondern für uns auch, weil es ein Stück unserer Friedenssicherung ist, von denen ich nochmal sagen, dass wir so lange Frieden haben, ist nicht selbstverständlich und es soll nie zu Ende gehen. Aber dafür werden wir was tun müssen. Der Nationalismus führt in neue Kriege. Jetzt haben Sie aus Ihrer Sicht zu Recht auf die großen Verdienste. Jetzt haben Sie aus Ihrer Sicht zu Recht auf die großen Verdienste Helmut Kohls um die Einheit hingewiesen. Ich möchte trotzdem nochmal nachfragen, nachdem Sie diesen Beschluss mitgetragen haben, dass ihm der Ehrenvorsitz der CDU aberkannt wird. Gab es da jemals noch einen Kontakt? Ich glaube, Sie haben mal versucht anzurufen. Gab es da noch mal einen Kontakt zu Kohl oder ist er damit eingefroren und abgehackt gewesen? Helmut Kohl war in dieser Frage alttestamentarisch. Er hat mich auch wie beschimpft, aber ich habe nicht geantwortet. Ich glaube, es tut mir sehr leid, wie Helmut Kohl geendet ist. Das hat er eigentlich nicht verdient. Er trägt allerdings auch einen Teil Mitschuld. Er ist gestorben, wie ich glaube, verbittert und mit der Welt nicht in Übereinstimmung. Und es tut mir sehr leid, aber ich kann es nicht verändern. Ich kann es auch im Nachhinein nicht verändern. Ich habe davon auch nichts zurückzunehmen. Es ist so, wie es ist. Ich bedauere es, aber schade. Ich möchte jetzt die letzten Minuten nochmal nutzen, über was Angenehmes, emotional Angenehmes zu sprechen, nämlich über Sie als Person und auch Ihre Familie. Ich selbst spiele ja ein bisschen Klavier und weiß noch, als ich meinen Eltern damals gesagt habe, Mensch, ich will Musiker werden, haben die gesagt, das ist alles Unsinn, mach was Vernünftiges, geh zur Sparkasse, wo ich auch lange gewesen bin. Und Ihr Sohn, wie viele sicherlich wissen, ist ja Schlagzeuger und ist bei einer sehr bekannten Band und auch sehr erfolgreich, verdient alleine in der Karnevalssession deutlich mehr als die meisten Bankvorstände. Christian spielt bei den Brinks, eine Kölsch-Rockband. Haben Sie das damals direkt gefördert, als Ihr Sohn Christian mit der Idee kam oder waren Sie ähnlich wie meine Eltern und haben gesagt, geh mal zur Sparkasse, mach was Vernünftiges. Wie kam es dazu? Also erstmal, bevor ich die Frage beantworte, Brinks ist die beste Band nördlich der Alpen. Ja, als mein Sohn das Abitur hinter sich hatte, hat der Spießervater gesagt, jetzt musst du einen ordentlichen Beruf lernen. Musik kannst du immer noch machen. Standbein, Beruf, Spielbein, Musik. Mach irgendwas, was du später auch mit Musik verbinden kannst. Betriebswirtschaft oder was. Da hat mich mein Sohn... Betriebswirtschaft mit Musik verbinden? Wie soll das gehen? Betriebswirtschaft für die Einnahmen und Musik für die Ausgaben.
Da hat mich mein Sohn Christian erstaunt angeblickt und hat gesagt, hör mal, Vater, ich werde in meinem Leben nie was anderes machen als Musik. Selbst wenn ich als Stehgeiger an der Ecke lande, ich werde nie was anderes machen als Musik. Warum soll ich dann den Umweg machen? Da muss ich sagen, da hatte ich großen Respekt vor ihm. Wenn einer so genau weiß, was er will, ist das ein großes Geschenk. Ich muss sagen, als ich so alt war wie mein Sohn damals, habe ich nicht gewusst, was ich machen soll. Und wenn einer in jungen Jahren so entschlossen weiß, was er, wie sein Leben aussehen soll, da kann ich ihn nur drum beneiden. Und deshalb, meine Ängste haben sich auch nicht erfüllt. Ich habe geglaubt, das sei ein Milieu, in dem die Drogen und der Alkohol zu Hause wären. Da muss ich zu meiner großen Beruhigung sagen, dass der asketischer lebt als ich, auch sportlicher. Weil, wie ihr sagt, wenn man alles gibt im Rock, da musst du sehr asketisch leben. Sonst hältst du das nur 2-3 Jahre durch wie viele Gruppen. Weil du brauchst eine hohe Kondition und Konzentration. Und deshalb ist in Sachen Sport, Askese, mein Sohn mein Vorbild. Und hätten Sie damals vermutet, das bringt's mal, ich weiß nicht, ob die in Gütersloh auch bekannt sind, bei uns in der Region ist das ja wirklich Kult, hätten Sie mal gedacht, dass Sie so erfolgreich sind? Die machen ja allein in der Karnevalssession, glaube ich, mehr als 100 Auftritte, ne? Ja, nein, das hätte ich nicht gedacht, die aber auch nicht. Die haben das auch nicht gedacht. Und die hatten sogar schwer, so innerlich war denen eigentlich Karneval fremd, die wollten eigentlich eine pure Rocktruppe sein. Was sie früher ja auch waren, ne? Man hat ihnen das ja auch übel genommen. Aber ich glaube, sie haben einen Kompromiss gemacht, indem sie auch den Karneval rockischer gemacht haben. Und ich behaupte, es hat dem Kölner Karneval gut getan, dass nicht nur die schönen Rheinlieder gesungen werden, Kornblumen blau, und sondern dass auch ein bisschen rockig, zockig zugeht. Und da hat Brings sicherlich seinen Verdienst. Ich hatte ja im letzten Jahr das Vergnügen, Herr Dr. Blüm, Sie zu begleiten bei einer Aktion für den Deutschen Augenoptikerverband. Und ich erinnere mich noch an eine Szene, da war Herr Blüm Testimonial und es sind Plakate gemacht worden von ihm. Und wir waren ungefähr heute vor einem Jahr in der Westfalenhalle, als diese Plakate vorgestellt wurden dem Augenoptikerverband. Und ich habe sie nachher nach Hause gefahren. Und ich weiß noch, dass Sie zu mir gesagt haben, ich hoffe, das ist Ihnen jetzt nicht unangenehm, Klappheck, lass mal ein Plakat mitnehmen, gleich kommen meine Enkel zu Besuch, dann kann ich ein bisschen angeben. Sind Sie auch ein bisschen eitel? Ja, nein, ich muss ja bei meinen Enkel immer wieder beweisen, dass ich noch kein Trottel bin. Die haben mich ja immer in Verdacht, ich wäre so einer schon jenseits von Gut und Böse. Deshalb muss ich immer sehen, dass sie noch relativen Respekt vor mir haben. Und was bleibt mir dann übrig? Ich muss ein bisschen angeben. Und ist es denn angekommen, als Sie dann mit dem Plakat kamen? Waren die beeindruckt, oder? Ich glaube, die waren leider Gottes davon nicht zu beeindrucken. Ich habe das auch irgendwie vergessen. Jedenfalls, ich bin trotzdem mit denen im Reinen, nicht mit Mühe und Not, sondern der Opa und meine Enkel. Ich finde es schon ein großes, ich finde beim Alter, manche werden ja hier sein, Großvater und Großmutter zu sein, ist eigentlich was sehr Schönes. Du hast nicht mehr so viel Verantwortung wie als Mutter und Vater, aber allen Spaß. Und deshalb genieße ich den Beruf eines Großvaters. Herr Klingsiek hat in seiner Anmoderation gesagt, dass Sie der einzige lebende Politiker, glaube ich, sind, der in diesem Knochenhauer Amtshaus verewigt ist. Wissen Sie das überhaupt? Und wenn ja, wie kam es dazu, dass da sonst nur Tote abgebildet sind, Sie aber als Norbert Blüm noch zu Lebzeiten? Ich weiß auch nicht, wie es gekommen ist. Ich habe mal in Hildesheim einen Wahlkampf gemacht. Da hat mich die CDU ganz stolz vor das Haus geführt, in dem ein Abbild war. Erklärt, wer das gemacht hat, haben sie mir auch nicht. Ich habe gesagt, ich wäre stolz und bin weitergefahren. Okay. Und Herr Dr. Blüm, wer Sie hier so erlebt, Sie haben ja, finde ich, ich habe auch damals die Zeit, wo Sie Minister waren, sehr aktiv verfolgt. Ich war da auch in der Jungen Union zu der Zeit. Heute bin ich da natürlich nicht mehr, aufgrund des Alters natürlich. Man fragt sich, man denkt so, Mensch, der Blüm hat sich ja im Grunde genommen kaum verändert gegenüber der aktiven politischen Zeit, so von der Wahrnehmung.
von der Optik wenig, von der Energie finde ich überhaupt nicht. Woher nehmen Sie die Energie? Wir waren vor 2 Wochen, glaube ich, noch in Chile, das ist eine Flugdauer von 22 Stunden und sind dann zurückgekommen, haben dann eine Rede gehalten. Woher nehmen Sie diese Energie, noch so aktiv sich einzumischen? Ich weiß gar nicht, ob ich das als Kompliment betrachten soll. Ich hätte mich nicht gemeint. Da gibt es bei Bert Brecht eine Geschichte des Herrn K. Das sagt Herr K. oder sagt ein Freund zu Herrn K. Oh, du hast dich ja gar nicht verändert. Da wurde Herr K. blass, weil wir Menschen müssen uns verändern. Die Frage wäre mehr nach der Energie. Die Energie hat sich ja nicht verändert. Zumindest die Energie, die wir als Zuhörer wahrnehmen. Woher nehmen Sie noch die Energie, mit 83 nach Chile zu fliegen, einen Vortrag zu halten? Nächste Woche fahren Sie zu Markus Lanz. Dienstag ist, glaube ich, wieder da die Live-Sendung. Sie sind ja total aktiv. Ach, ich bin auch schlappi, aber ich habe als Rezept ausgegeben, denk nicht so viel über dich nach. Ich glaube, wir Alten haben die Gefahr, dass wir zu sehr uns beobachten. Also wenn ich auf Klassentreffen bin, das reißt mich nicht immer von den Stühlen, weil es gibt eigentlich an dem Abend nur 2 Themen. Das eine Thema, wenn ich mein linkes Knie hebe, tut mein rechter Arm weh. Und der Dr. Müller hat gesagt, du sollst die Droppe Panlimica 3-mal am Tag nehmen. Meine Frau nimmt jetzt Wartewickel. Und der zweite Thema ist, der Kaffee ist billiger bei Lidl als bei... Und das finde ich eine Reduzierung des Lebensinteresses. Ich meine uns Alten, ich warne mich selber davor, dass unser Interesse sich immer mehr verengt und wir nur über unsere Befindlichkeiten nachdenken. Das finde ich einen Verlust von Lebensfreude und Lebensqualität. Denkt nicht so viel über euch nach. Herr Blüm, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche mir, dass Sie noch lange so vital, so fit bleiben und ich wünsche mir, dass Sie Ihr großes Herz und Ihr großes soziales Gewissen behalten und den Finger oder die Faust nach wie vor in die Wunden legen. Ich glaube, eine Gesellschaft braucht genau solche Menschen. Vielen Dank dafür und Ihnen alles Gute.